Hallo und herzlich willkommen zum Capstone-Videozyklus zum Thema Sinus und Cosinus im Einheitskreis. Dieses Video soll euch als Unterstützung zur Bewältigung der Reifeprüfung in Mathematik dienen. Gut, Sinus und Cosinus im Einheitskreis, also wollen wir auch einen Einheitskreis hier darstellen. Wir sehen, ein Einheitskreis ist nichts anderes als ein Kreis mit Radius 1. Die vier Bereiche hier werden als Quadranten bezeichnet. Also hier haben wir mal Quadrant Q1, Quadrant Q2, hier ist der Quadrant Q3 und hier haben wir den vierten Quadranten. Das heißt, die Beschriftung ist immer gegen den Uhrzeigersinn. Gut, am Einheitskreis wollen wir nun die Definition von Sinus und Cosinus erweitern. Das heißt, wir definieren das Ganze hier neu. Und zwar für Winkel zwischen 0 und 360 Grad. Wenn wir jetzt einen Punkt am Einheitskreis hernehmen, nehmen wir mal diesen Punkt hier. Ich bezeichne ihn mit P. So können wir zu diesem Punkt natürlich zwei Koordinaten angeben, eine x- und eine y-Koordinate. Gleichzeitig können wir allerdings, wenn wir jetzt vom Mittelpunkt den Radius durch diesen Punkt hier einzeichnen, Radius ist ja 1 und hier den Winkel Alpha, dann sieht man, wenn wir nun in diesem rechtwinkligen Dreieck die Winkelverhältnisse anwenden, und zwar den Cosinus des Winkels Alpha, der ist ja definiert als Ankertäte durch Hypotenuse. Hypotenuse ist 1, das heißt, der x-Wert entspricht gleichzeitig dem Cosinus des Winkels Alpha. Das heißt, der x-Wert ist gleichzeitig der Cosinus des Winkels Alpha. Der y-Wert, also hier in dem Fall die Gegenkathete, ist er definiert als der Sinus des Winkels Alpha, als Gegenkathete durch Hypotenuse. Hypotenuse ist wie immer noch 1, das heißt, y-Wert entspricht dem Sinus des Winkels Alpha. Das heißt, der y-Wert hier ist Sinus von Alpha. Lassen wir diesen Punkt nun entlang des Kreises rotieren. So wollen wir diese Definition hier beibehalten und sagen, die x-Koordinate entspricht immer dem Cosinus des Winkels und die y-Koordinate dem Sinus des Winkels, der hier eingeschlossen wird zwischen Horizontalen und dem Punkt. Das heißt, ich mache hier einen zweiten Punkt, um das noch einmal darzustellen. Hier haben wir zum Beispiel den Punkt Q. Dieser Punkt Q hat ebenfalls x- und y-Koordinaten, also ich zeichne das hier wieder ein. Und wir sehen hier natürlich auch, hier kann mir den Abstand einzeichnen, der ist ebenfalls 1, der Winkel ist jetzt dieser, bezeichne ich mit Beta. Und die Koordinaten des Punktes Q sind genauso wie vorhin definiert als Cosinus des Winkels Beta und der Sinus des Winkels Beta. Und so können wir für jeden Punkt am Einheitskreis seine Koordinaten mit Hilfe von Cosinus und Sinus definieren. Gut, mit Hilfe des Einheitskreises können wir auch zwei Zusammenhänge wunderbar erkennen. Also, hier geht es zu den Zusammenhängen. Wenn wir jetzt betrachten, dieses rechtwinklige Dreieck, dann gilt natürlich in einem rechtwinkligen Dreieck der pythagoreische Lehrsatz. Der besagt ja, das Quadrat über der Hypotenuse ist flächengleich der Summe der beiden Kathetenquadrate. Also in unserem Fall wäre das eine Kathetenquadrat Cosinus
Quadrat Alpha plus zweiten Kathetenquadrat Sinus Quadrat Alpha. Das würde dem Hypotenusenquadrat entsprechen. 1, 1 zum Quadrat ist die 1, also haben wir schon eine wunderbare Beziehung. Cosinus Quadrat Alpha plus Sinus Quadrat Alpha ist gleich 1. Einen zweiten Zusammenhang, und zwar wenn wir jetzt den Tangens einmal ins Spiel bringen. Tangens des Winkels Alpha ist ja hier definiert als Gegenkathete durch Ankathete. Das heißt, die Gegenkathete ist ja gleich der Sinus und die Ankathete der Cosinus. Also können wir Tangens Alpha definieren als Sinus Alpha durch den Cosinus des Winkels Alpha. Gut, weiters können wir natürlich auch überlegen, welche Vorzeichen können Sinus und Cosinus in den jeweiligen Quadranten haben. Also, machen wir eine Vorzeichentabelle. Und zwar hier mal möchte ich die Quadranten angeben, also Q1, Q2, Q3 und Q4 und hier die jeweiligen Sinus- und Cosinuswerte, also Sinus eines Winkels Alpha und der Cosinus eines Winkels Alpha. Wenn wir jetzt herschauen, der Sinus entspricht ja immer der Y-Koordinate, das heißt, wenn sich der Punkt im ersten und zweiten Quadranten befindet, ist die Y-Koordinate ja positiv, also nach oben geht. In den beiden anderen Quadranten geht die Y-Koordinate nach unten. Das heißt, der Sinus ist im ersten und im zweiten Quadranten positiv, in den beiden anderen negativ. Schaut es mit dem Cosinus aus. Der Cosinus entspricht ja der X-Koordinate dieses Punktes. Das heißt, wenn der Punkt jetzt entlang des Kreises wandert, ist im ersten Quadranten der Cosinuswert positiv, weil es nach rechts geht. Im zweiten und im dritten Quadranten negativ, weil es jeweils nach links geht, und im vierten Quadranten wieder positiv. Also haben wir hier positives Vorzeichen, negativ, negativ und wieder ein positives Vorzeichen. Wenn wir nun jetzt noch den Tangens betrachten, der ergibt sich als Verhältnis von Sinus zu Cosinus, dann sehen wir, können wir das relativ leicht bestimmen. Das Verhältnis von beiden, also wenn beide positiv sind, ist auch der Quotient positiv. Ist einer von beiden Werten negativ, ist der gesamte Quotient negativ. Sind beide negativ, ist der Quotient positiv. Gut, wir können natürlich auch den Wertebereich uns ansehen, welche Werte Sinus und Cosinus annehmen können. Haben wir den Wertebereich? Hier genügt wieder auch ein Blick auf den Einheitskreis und wir sehen zum Beispiel beim Cosinus, der x-Wert dieses Punktes kann sich ja nur zwischen 1 und minus 1 befinden, kann nicht größer sein und auch nicht kleiner werden. Das gleiche gilt über den Sinuswert, der befindet sich immer zwischen 1 und minus 1. Deshalb gilt, dass der Sinus eines Winkels stets zwischen minus 1 und 1 liegt, aber auch der Cosinus eines Winkels immer zwischen minus 1 und 1 liegen muss. Gut, weiters möchte ich noch darauf hinweisen, wenn es zu Gleichungen kommt, und zwar zum Beispiel, wenn man eine Gleichung hat, Sinus Alpha ist gleich C und man möchte nun den Winkel Alpha einzeichnen, der jeweils dieses Verhältnis von C hat. Dann sehen wir hier im Einheitskreis, hier habe ich einen Punkt schon eingezeichnet, der Punkt P1. Wenn ich jetzt die Koordinaten dieses Punktes einzeichne, das heißt, in dem Fall zeichne ich nur die Y-Koordinate ein, dann sehen wir, dass, wenn ich diesen Punkt auf die andere Seite projiziere,
dass ich hier ebenfalls einen Punkt habe mit dem gleichen Sinuswert. Das wäre der Punkt P2. Das heißt, hier hätten wir, wenn wir jetzt natürlich wiederum das Dreieck einzeichnen und den Winkel Alpha, hätten wir hier Sinus Alpha, aber auch hier Sinus Alpha. Das heißt, diese Gleichung hat in diesem Bereich zwei Lösungen. Das gleiche möchte ich auch beim Cosinus kurz noch demonstrieren. Also wir haben hier wieder einen Einheitskreis. Wir kennen hier wieder einen Punkt. Ich nenne ihn wieder hier P1. Und wenn ich jetzt hier wiederum einzeichne, Winkel Alpha, dann entspricht dieser Wert hier dem Cosinus des Winkels Alpha. Wenn ich allerdings diesen Punkt hier nach unten projiziere, also hier zum circa hier, erhalten wir den Punkt P2. Dann sehen wir, dass die beiden Punkte den gleichen Cosinuswert haben. Sprich, auch die Gleichung bei der Gleichung Cosinus Alpha ist einem konstanten Wert c, das heißt bei uns wäre hier der Wert c, gibt es auch zwei Lösungen. Zusammenfassend, die Definitionen und Eigenschaften findet man am besten, wenn man natürlich den Einheitskreis betrachtet. Hier sieht man, dass die x- und y-Koordinate des Punktes jeweils dem Cosinus Alpha und dem Sinus Alpha entsprechen. Die Zusammenhänge findet man ebenfalls wunderbar am Einheitskreis abgebildet. Wertetabelle, Vorzeichen auf keinen Fall auswendig lernen. Schön Einheitskreis hinzeichnen. Und das Ganze ergibt sich von selbst. Das Gleiche gilt natürlich mit dem Wertebereich, der zwischen minus 1 und 1 liegt beim Sinus und Cosinus. Und auch bei Gleichungen ist es ganz wichtig zu erkennen, dass es hier zwei Lösungen gibt. Das heißt, bei all diesen Aufgaben mein Tipp, Einheitskreis zeichnen und versuchen, die Lösungen einmal grafisch einzuzeichnen.